Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich einen Schlagschrauber für euch, und zwar einen Akkuschlagschrauber vom Hersteller Kraftpaket. Und da es ja bald wieder Zeit ist, die Reifen zu wechseln, wollte ich einfach diesen mal hier mit euch zusammen ausprobieren. Das Ganze kommt hier in diesen Kunststoffkoffer, so schaut auch die ganze Verpackung aus. Hier haben wir eine Kartonage drumherum, die kann man dann abziehen, damit wir auch an den Inhalt kommen. Hier sind auch noch weitere Daten, wie zum Beispiel 260 Newtonmeter Kraft. Dann haben wir 3600 Schläge die Minute und 2800 Umdrehungen. Des Weiteren haben wir hier einen Lionen, einen Links-Rechtslauf natürlich und einen 2000 mAh Lionen, Lithium-Ionen-Akku. Insgesamt hat das Gerät selber ein 1,4 Kilogramm Gewicht. Das braucht es auch, damit es auch die Schrauben dann lösen kann. Und ja, wir schauen uns einfach mal zusammen noch den Inhalt an und dann legen wir einfach mal los. So, das ist dann hier der Inhalt, der sich im Koffer befindet. Wir haben hier einmal ein Schnellladegerät für einen Akku. Da habt ihr in kürzester Zeit euren Akku aufgeladen. Außerdem passt er auf, dass er nicht entladen wird und sorgt dafür, dass ihr immer einen vollen Akku habt, wenn ihr ihn gerade benötigt. Des Weiteren haben wir hier drei Nüsse, einmal 17, 19 und 21, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, sieht man das? So, also 21 mm. Moment. Sieht man ein bisschen schlecht. Sind auf jeden Fall diese drei Nüsse. Und dann haben wir hier das Gerät selber. Das holen wir jetzt auch raus. Ich finde, das schaut auch richtig gut aus. Auch von der Farbkombination her sehr schick. Fühlt sich auch sehr hochwertig in der Hand an, also nichts Billiges. Und hier vorne haben wir auch eine LED, die sich je nachdem einschaltet. Und das hilft einfach dann beim Arbeiten. Das Ganze hier, der Griff ist selber hier gummiert. Und sitzt auch wirklich fest in der Hand und ihr kommt auch super gut hier an den Auslöser hier. Wie ihr sehen könnt, habt ihr hier auch den Links- und den Rechtslauf. Und ja, ist auf jeden Fall ein Brushless-Motor. Das heißt, ihr braucht hier keinen Bürstenwechsel, hält auch viel länger und ist wirklich ein sehr gutes Teil zum Lösen der Schrauben. Wir werden das Ganze mal ausprobieren. Hier haben wir noch eine Gurthalterung, also wer das jetzt hier so hauptberuflich macht, der kann das direkt an den Gurt festmachen und hat ihn immer stets griffbereit. Ich lege einfach jetzt mal hier mal eine Nuss auf und dann gehen wir und versuchen mal hier ein paar Schrauben zu lösen. So, ich habe jetzt hier eine 17er Nuss drauf gemacht und werde es einfach mal versuchen. Festgemacht sind meine Muttern hier mit Drehmomentschlüssel und sollte eigentlich aufgehen. So, probieren wir das einfach mal. So, ihr habt gesehen, hat ein bisschen Anlauf gebraucht, aber er hat sie auch schon gelöst. Probieren wir noch eine weitere. Zurück. Ich werde die auf jeden Fall nochmal mit dem Drehmomentschlüssel nochmal festziehen. Sicher ist sicher natürlich. Und ihr habt gesehen, er kriegt die Schrauben auf jeden Fall locker heraus. Ja, hier hat er ein bisschen zu kämpfen. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass hier keiner meckert, weil wir haben hier Sonntag und es ist jetzt hier etwas laut in diesem Gebiet hier. Da muss ich anscheinend noch ein bisschen nachhelfen. Schade, also er hat nicht alle unbedingt rausbekommen. Man kann sagen, dass auch die Schraube etwas angerostet ist. Trotzdem tut das Teil seine Arbeit gut. Und ich werde es versuchen, jetzt hier nochmal
per anderen Schlüssel noch per Hand ein bisschen zu lösen, um zu sehen, wie wirklich fest das Ding war. So, ich versuche das Ganze hier jetzt per Fuß aufzumachen. Okay. So, per Fuß habe ich das jetzt hier auch lösen können. Ihr seht, die Schraube ist locker. Das hat jetzt hier der Akkuschlagschrauber leider nicht geschafft. Aber dafür haben wir auch so einen Schlüssel hier mit dabei. Vielleicht war der einfach nur zu fest vorher angezogen. Nichtsdestotrotz, ihr habt gesehen, wie schnell die anderen Schrauben aufgegangen sind. Und das ist auf jeden Fall eine sehr große Hilfe. Und ja, das Ganze werde ich jetzt einfach mal mit den anderen Reifen auch machen. Und werde einfach meine Reifen wechseln. Ich wollte euch selber einfach nur das Gerät hier vorstellen. Und ja. So, das war's. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.